Hi, wir sind heute auf dem EUREF Campus in Schöneberg. Bei mir ist Volker von der Firma Local Motors, die hier in Berlin den ersten autonom fahrenden Kleinbus betreiben. Der wird euch das jetzt ganz kurz vorstellen und dann drehen wir natürlich auch mal eine Runde. Also ich bin von der Firma Local Motors, wie Sascha schon richtig gesagt hatte. Wir haben im Moment, eröffnen wir gerade eine Fabrik in Treptow, wo wir neue von diesen Fahrzeugen momentan schon bauen. Der Olli, wie wir den nennen, der ist hervorgegangen aus einem Open Innovation, Open Source Projekt auf unserer Internetplattform, wo es darum ging, sich eine smarte Verkehrslösung für Berlin auszudenken. I'm a self-driving smart shuttle named Olli, of course. Etwas zaghaft noch wirkt Ollis Fahrt. Mit gemächlichen 8 km/h Spitzengeschwindigkeit geht es über das Gelände in Schöneberg und gebremst wird eher einmal zu viel als zu wenig. Auch auf Hilfe von Menschen ist Olli gelegentlich noch angewiesen. Aus der Garage raus, manövrieren wir mit dem Joystick. Hier ist der Start. Der Sicherheitsfahrer, der bei jeder Fahrt dabei ist, greift ansonsten aber nur im Notfall ein. Gut festhalten sollte man sich als Passagier trotzdem. Olli ist nämlich noch ein bisschen schreckhaft. Kann immer mal sein, genau, dass irgendwo ein Hindernis erkannt wird. Und das Auto deswegen relativ abrupt bremst. Insgesamt ein faszinierendes Erlebnis und ein vielversprechender Anfang. Viel mehr allerdings auch nicht. Wie also geht's weiter in Sachen autonomer Nahverkehr in Berlin? Also es hapert sozusagen dann, wenn man es so ausdrücken möchte, an zwei Dingen. Eben einmal der gesetzgeberischen Seite und einmal der technologischen Seite auf unserer Seite, dass wir halt möglichst kontrollierten Entwicklungsprozess irgendwie durchlaufen wollen. Meine Gedanken dazu sind folgende. Also einmal finde ich die Diskussion ein bisschen artifiziell, weil sie davon ausgeht, dass vollständige Information herrscht. Ja? Also das andere ist, dass ich so eine Diskussion eigentlich auf einer gesellschaftlichen Ebene eben abspielen muss, um einen allgemeinen Rahmen für autonome Mobilität zu schaffen. Ja? Das kann eigentlich nicht jeder Fahrzeughersteller für sich selbst entscheiden. Leute zwischen Terminals hin und her shutteln oder so, wo die Verkehrssituation relativ kontrollierbar ist und auch sich vermutlich nicht großartig ändert von Tag zu Tag. Da könnte ich mir vorstellen, dass man so 2019, 2020 spätestens schon unterwegs ist. Wenn es an den kompletten Stadtverkehr denkt, also sagen wir mal jetzt wirklich die Strecke von hier bis zum Alex oder so weiter, dann dauert es vielleicht noch 1-2 Jahre länger. Also diese Zahl. What is life? Okay, also die großen philosophischen Fragen werden wir wohl einstweilen noch selber beantworten müssen.